Deutschlandradio Kultur im Gespräch. Herzlich willkommen dazu, am Mikrofon Matthias Hanselmann. Unser Thema für die kommenden zwei Stunden hier im Deutschlandradio Kultur: Geld vom Staat für alle, pro und contra bedingungsloses Grundeinkommen. 1.000 Euro Monat für jeden Bürger und das ohne Gegenleistung. Das bedingungslose Grundeinkommen für die einen die Chance für eine gerechtere Gesellschaft und Arbeitswelt, für die anderen eine teure Utopie, unfinanzierbar und unsolidarisch. Übermorgen ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit, und das haben wir zum Anlass genommen, mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, über das bedingungslose Grundeinkommen zu diskutieren und natürlich wie immer auch mit Studiogästen, die sich gut auskennen in der Sache. Und das sind heute Frau Professor Dr. Anke Hassel. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, die benannt wurde nach dem ersten Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die Stiftung ist das Mitbestimmungsforschungs- und Studienförderungswerk des DGB. Herzlich willkommen, Frau Hassel. Guten Morgen. Unser zweiter Studiogast ist Michael Bohmeier. Er ist Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen und selbst Empfänger eines bedingungslosen Grundeinkommens. Schön, dass Sie gekommen sind. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Bohmeier, Sie sind ohne Zweifel ein Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Nicht ohne Zweifel. Ja, gut. Aber Sie beziehen es. Und von wem beziehen Sie es? Ich habe vor 10 Jahren eine Internetfirma gegründet und nach 8 Jahren der harten Arbeit dort läuft die jetzt mittlerweile alleine. Ich bin aber noch Mitinhaber der Firma und kriege jeden Monat zufälligerweise ungefähr 1.000 Euro ausgezahlt von der Firma, ohne dass ich dafür arbeiten muss. Und das jetzt schon die letzten 2 Jahre so. Und diese Tatsache, dass ich zwar deutlich weniger Geld kriege als vorher, dass es aber bedingungslos ist, das hat mein Leben und meine Persönlichkeit radikal verändert, sodass ich auf den Gedanken kam, das ist ja Wahnsinn, wie so ein Grundeinkommen wirkt. Und seitdem will ich ausprobieren, ob es anderen genauso geht und versuche anderen auch so ein Jahr Grundeinkommen zu ermöglichen, also herauszufinden, ob die Zweifel nicht vielleicht fortgehen. Sie bekommen es nicht vom Staat, sondern von Ihrer eigenen Firma. Was sind Sie eigentlich von Beruf? Ich bin so Internet-Startup-Mensch. Alles klar. Seit wann leben Sie von diesen 1.000 Euro? Seit 2014. Alles klar. Und jetzt haben Sie gesagt, das hat Ihr Leben verändert. Sind Sie ein anderer Mensch geworden dadurch? Ja, das klingt so pathetisch, aber tatsächlich ja. Also bei mir hat sich dadurch, dass ich bedingungslos Geld kriege und niemand nachfragt, was ich damit mache, habe ich überhaupt erst mal gemerkt, wie stress- und druckvoll mein Arbeitsleben vorher war, wie ich die ganze Zeit getrieben war. Und zum ersten Mal in meinem Leben hat so eine innere Ruhe eingesetzt. Die hat sich am Anfang schrecklich angefühlt, ich konnte gar nicht damit umgehen. Aber nach einer Weile habe ich daraus so neuen Selbstvertrauen geschöpft und Kraft und Weltinteresse. Und auf einmal habe ich bessere Beziehungen geführt, bin besserer Vater geworden, ich lebe gesünder, mein Kopf war voller Ideen und ich hatte die Kraft, was Neues zu starten. Das klingt so, als sei das Grundeinkommen eine Art Zaubermedizin oder Zaubertrank oder sowas. Naja, also da werden wir bestimmt noch drüber sprechen, dass es oft so gehandelt wird. Und für mich ist das tatsächlich, aber eben nicht aus den üblich bekannten Gründen. Und das beleuchten wir in unserem Projekt eben auch nicht die arbeitsmarktpolitischen Folgen so sehr und die Steuerfinanzierungsmodelle, sondern was macht das eigentlich mit unserem Menschsein? Das ist ja neu in unserer Gesellschaft, dass man etwas kriegt, ohne eine Gegenleistung dafür bringen zu müssen. Und ich glaube, das macht was mit der Psyche. Das verändert, wie wir uns zueinander verhalten. Und das möchte ich erfahren, habe ich erfahren und möchte ich anderen ermöglichen, auch zu erfahren. Sie müssen natürlich jetzt auch erzählen von Ihrem Projekt. Sie sind ja nicht nur Empfänger eines bedingungslosen Grundeinkommens, sondern Sie verteilen es auch an andere. Erzählen Sie, wie das funktioniert. Genau, aus meiner Erfahrung heraus kam die Idee, es anderen auch zu ermöglichen. Und so habe ich ein Crowdfunding gestartet, also übers Internet eine Geldsumme einsammeln, in dem Fall 12.000 Euro. Und die Idee war, wenn 12.000 Euro tatsächlich zusammenkommen, dann wählen wir zufällig eine Person aus und die kriegt dann ein Jahr lang 1.000 Euro monatlich bedingungsloses Grundeinkommen. Und wir erzählen die Geschichte, wie das Leben dieser Person verändert. Das Ganze wurde ein riesiger Erfolg. Nach wenigen Wochen hatten wir 4 Grundeinkommen finanziert. Mittlerweile haben wir über 1 Million Euro gesammelt, 85 Grundeinkommen verschenkt. Wir haben also 350.000 Menschen, die auf unserer Website Mitglied sind. Es kommen jeden Monat 5 Grundeinkommen dazu. Es arbeiten hier in Berlin 20 Menschen hauptamtlich an dieser Kampagne, die sich die Frage stellt, was würde denn passieren, wenn wir Grundeinkommen hätten? Also wir wollen niemanden überzeugen, sondern wir wissen es eben auch nicht ganz genau. Deswegen versuchen wir, Daten zu sammeln, indem wir es Menschen schenken und damit ein bisschen vorankommen auf der Reise zu einem Grundeinkommen. Wer bekommt das? Erwachsene und Kinder oder nur Erwachsene? Wie läuft das? Alle Menschen, auch Kinder. Eltern können ihre Kinder anmelden und
Ja, es gibt wenig Voraussetzungen. Man muss im Prinzip nur ein Dokument haben, wo Name und Geburtsdatum draufstehen. Wer spendet da eigentlich Geld? Tja, gute Frage. Ganz genau kann ich Ihnen das nicht sagen, aber die Leute können Kommentare hinterlassen, warum sie Geld geben. Und da sind natürlich die üblichen Befürworter dabei. Aber, und das ist das Schöne, auch sehr, sehr viele, die skeptisch sind, die vielleicht sogar dagegen sind, die sagen, ich glaube das ja alles nicht, aber da gebe ich jetzt mal 5 Euro, um das auszuprobieren. Aha. Das Schöne ist, man muss kein Geld geben, jeder Mensch kann da teilnehmen, es gibt auch tatsächlich keinen Haken, aber die Leute spenden dennoch gerne freiwillig. Über 60.000 Menschen haben schon Geld gegeben, weil sie Lust aufs Ausprobieren haben und weil natürlich viele auch erahnen, dass so ein Grundeinkommen eine Antwort sein könnte auf die Fragen unserer Zeit. Also Sie haben sich gesagt, das, was der Staat bisher noch nicht von sich aus bringt, das probiere ich jetzt einfach mal auf eigene Initiative und es ist ein Riesenerfolg geworden, offenbar. Mhm. Welche Erfahrungen teilen Ihnen eigentlich die Beschenkten mit, die das Grundeinkommen bekommen? Tja, das ist ganz spannend. Vielen geht es da ein bisschen ähnlich, wie ich es auch erlebt habe. Am Anfang empfinden sie dieses Grundeinkommen ein bisschen als eine Last, weil sie es schwierig finden, mit dieser Verantwortung, die ihnen ja damit auch übertragen wird, umzugehen. Mhm. Und diese neue Art der Freiheit, auf einmal zu Dingen Nein sagen zu können, die früher notwendig schienen, das ist schwer, weil man dann nämlich auch seine Ausreden überdenken muss. Auf einmal finden sich dann manchmal neue Ausreden. Aber nach 3-4 Monaten wächst bei den Leuten eine Art, ja, eine unbekannte Art von Eigenverantwortung. Und auf einmal berichten sie, dass sie ruhiger schlafen. Von den 85 Leuten haben übrigens erst 3 Leute ihren Job gekündigt. Mhm. Einer zum Beispiel hat im Callcenter gearbeitet und macht jetzt ein Studium zur Pädagogik. Aber auch die anderen beiden arbeiten weiter. Also es ist nicht so, dass dann alle faul werden, was man immer denkt. Das ist eines der großen Vorurteile gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Es reizt zur Faulheit und offenbar passiert das ja im konkreten Fall nicht. Ja, und die Leute haben trotzdem Lust, sich weiterzubilden. Die arbeiten genauso viel wie vorher, aber sind nicht mehr so gestresst. Mhm. Also der Stress stresst uns nicht mehr so. Das ist die emotionale Veränderung, die Grundeinkommen zu bewirken scheint. Viele machen sich selbstständig. Ein Langzeitarbeitsloser hat einen Job gefunden, weil er auf einmal mit der Fülle im Bewerbungsgespräch sitzt. Ein chronisch Kranker konnte seine Medikamente absetzen, weil er sich nicht mehr mit dem Sozialamt streiten muss. Also auch eine rein körperliche Wirkung hat es da gegeben. Ganz viele verschiedene Effekte, können wir vielleicht später noch drüber reden. Die Menschen blühen auf und sie sitzen in einer anderen Haltung vor mir nach dem Jahr. Und das ist, glaube ich, das, was die Gesellschaft verändert. Das ist der neue Ansatz von Politik, der dahinter steckt. Anke Hassel, das, was Sie eben gehört haben von Michael Bohmeier, das müsste Sie doch als gewerkschaftsnahe Person, sagen wir mal, begeistern. Tut's aber nicht, oder? Doch, als privates Projekt begeistert mich das durchaus. Also ich bin schon dafür, dass man innovativ tätig wird, auch in politischen Bereichen, dass man neue Experimente wagt und dass private Personen Geld sammeln über Crowdfunding, um dann für ein Jahr ein bedingungsloses Grundeinkommen jemand anders zur Verfügung zu stellen. Dagegen kann ja niemand was haben und ich hätte da auch überhaupt nichts dagegen. Ich interessiere mich auch für die Ergebnisse, ich interessiere mich auch für die Reaktionen und auch für den Mechanismus. Also von daher, also solange das privat organisiert ist und von einem Mensch zum nächsten Menschen geht, finde ich, kann man da überhaupt nichts gegen haben. Und warum haben Sie was dagegen in dem Moment, wo der Staat sozusagen der Geldgeber sein sollte? Also aus vielen Gründen. Ich sag mal das Wichtigste. Unsere Gesellschaft hat an vielen Stellen tatsächliche soziale Probleme. Probleme mit sozialer Ungleichheit, aber auch Probleme damit, dass gesellschaftliche Bedürfnisse nicht gedeckt werden können. Also man sieht es im Pflegebereich, man sieht es im Altenpflegebereich, aber man sieht es auch in Schulen, in Kindergärten, Kinderbetreuung und so weiter. Diese gesellschaftlichen Bedürfnisse zu decken, wäre mein wichtigstes Anliegen. Wenn man jetzt ein solches Modell von dem Privaten auf eine staatliche Politik übertragen würde, wäre das die größte Sozialreform der letzten 100 Jahre. Also die würde in den Dimensionen quasi den Bismarckschen Versicherungsstaat aushebeln. Es würden sehr große Geldsummen dafür benötigt, also um ein Grundeinkommen zahlen zu können, was jetzt nicht deutlich unterhalb der Armutsgrenze ist. Und wenn man schon so viel Geld einsammeln würde und bereit ist, so viel Geld auszugeben, dann hätte ich einfach andere Prioritäten. Also ich würde damit die Schulen sanieren. Ich würde damit Nachbarschaftszentren aufbauen, wo den Menschen auch wirklich geholfen werden kann, wo Behinderten geholfen werden kann, wo aber auch Kindern beim Lernen geholfen werden kann. Also wir haben so viel Integrationsbedarf in unserer Gesellschaft. Und wenn man viel Geld in die Hand nimmt, dann würde ich es eher so ausgeben. Es gibt prominente Befürworter.
Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, aber auch prominente Gegner. Wenn wir denken zum Beispiel an Götz Werner, den Chef der Drogeriemarktkette DM, der selbst Milliardär ist, oder Telekom-Chef Tim Höttges, früher Finanzvorstand der Telekom, sind zwei sehr prominente Menschen, die sind fürs bedingungslose Grundeinkommen finanziert durch den Staat. Wie kommt das, dass da so eine Spaltung besteht? Genau, also sie sind für ein Grundeinkommen, das sie nicht selber finanzieren würden. Also sie würden ja nicht den Weg von Herrn Bohmeier gehen und sagen, ich setze jetzt mein eigenes Vermögen dafür ein, dass wir in Deutschland ein Grundeinkommen einführen, sondern die sagen ja, der Steuerzahler soll dafür zahlen oder die Allgemeinheit soll dafür zahlen. Und ein Grund, warum gerade besonders Gutverdienende oder auch Silicon Valley Investoren sind ja oftmals für ein Grundeinkommen, hat damit zu tun, dass sich sehr Gutverdienende doch Gedanken machen über die soziale Spaltung in der Gesellschaft, aber auch aus dem Grunde, dass sie nicht dafür zur Verantwortung gezogen werden wollen. Und sie die Idee haben, wenn wir ein Grundeinkommen hätten, könnten wir quasi die soziale Frage oder die soziale Spaltung damit, der sozialen Spaltung damit begegnen. Und niemand könnte sie mehr dafür kritisieren, dass sie vielleicht Arbeitsplätze vernichten, Arbeitsplätze abbauen, nicht mehr so gute Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Mhm. In vielen anderen Ländern der Welt spielt das Thema eine große Rolle auch, zum Beispiel in Kanada und in den Niederlanden. Da gibt es Modellversuche. In Finnland wird das bedingungslose Grundeinkommen seit dem vergangenen Jahr getestet. Da werden 2000 zufällig ausgewählte Arbeitslose statt Arbeitslosengeld mit 560 Euro im Monat bedacht und das ohne Verpflichtungen. Und nach 2 Jahren will man im finnischen Sozialministerium dann prüfen, ob sich dieses Grundeinkommen lohnt und rechnet. Die Schweizer allerdings, die haben ja im vorvergangenen Jahr in einer Volksabstimmung sich gegen das Grundeinkommen entschieden. Und damit sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Das wollen wir auch von Ihnen wissen. Was halten Sie von einem bedingungslosen Grundeinkommen für alle? Sind Sie dafür oder dagegen und warum? Wie sollte Ihrer Meinung nach ein bedingungsloses Grundeinkommen aussehen? Wie hoch sollte es sein und von wem sollte das Geld kommen? Ist ja gerade schon angesprochen worden, die Diskussion. Was halten Sie von der Initiative unseres Studiogastes, Herrn Bohmeier, Geld zu sammeln und dann bedingungslose Grundeinkommen zu vergeben? Rufen Sie uns an unter 00800 22 54 22 54, 00800 22 54 22 54 oder schreiben Sie uns per Mail an gespräch@deutschlandradiokultur.de, gespräch@deutschlandradiokultur.de oder diskutieren können Sie auch auf unserer Facebook-Seite oder via Twitter. Nochmal unsere Nummer 00800 22 54 22 54. Wie immer kostenfrei, also keine Bange, wenn Sie gegebenenfalls etwas warten müssen. Ben Queller war das im Deutschlandradio Kultur und Out the Door hieß der Song. Deutschlandradio Kultur im Gespräch. Unser Thema heute: Geld vom Staat für alle. Pro und Contra bedingungsloses Grundeinkommen. Meine Gäste sind Michael Bohmeier, Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen, und Anke Hassel von der Hans-Böckler Stiftung, dem WSI. Und wir haben erste Hörer in der Leitung. Ich begrüße zunächst Rolf Hoffmann. Von wo rufen Sie an, Herr Hoffmann? Guten Morgen, Herr Hoffmann. Großen Aspe. Großen Aspe, alles klar. Ja, ja, schönen guten Morgen. Bitte schön, ja, Ihre Meinung. Guten Morgen. Ja, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dieser Frage und bin als von Herkunft Regelungstechniker. Das heißt, auch dieses Grundeinkommen müsste im Grunde diesen Regelungsgesetzen ein wenig gehorchen. Und deswegen ist das Wort bedingungslos eigentlich fahrlässig. Man müsste es an Bedingungen knüpfen, sonst gerät es ja außer Kontrolle. Und die Bedingungen wären, dass die Teilnehmer an diesem Grundeinkommen in einem gewissen Wirtschaftskreislauf leben müssten, der nicht x-beliebig erweitert oder verengt werden darf, weil sonst alles zusammenbricht. Zweite Bedingung ist natürlich auch, dass die Geldmenge, die dann in Umlauf bleibt, dass die also nicht exponentiell nach oben gehen darf. Und das geschieht dann zum Beispiel, wenn man jetzt gleich von Anfang an mit 1.000 Euro, wie der Vorschlag ja zum Beispiel war, rechnete. Mhm. Denn nicht alle Leute brauchen 1.000 Euro, indem sie aus diesem Wirtschaftskreislauf kaufen. Und dann gerät das Geld entweder auf die hohe Kante und die Geldmenge muss immer größer werden, oder
man muss sich Geld dann leihen, um diese Leute bezahlen zu können mit 1.000 Euro. Ich weiß nicht, ob ich damit die Probleme ein wenig angesprochen habe. Ja, doch, natürlich, klar. Und ich würde vorschlagen, mehrere auf einmal. Ich würde vorschlagen, dass man mit dem Grundeinkommen durchaus beginnt, wie hier in diesem Versuch, den der gute Mann das mit... Herr Burmeier, ja. Herr Burmeier macht, aber dann eben eigentlich erstmal mit wirklich dem Basiseinkommen, den das der Mensch vielleicht braucht, dann würde ich mal mit der Hälfte anfangen. Also 500 Euro. 500 Euro. Um das dann, wenn es dann klappt, nach und nach erhöhen zu können. Herr Burmeier, was sagen Sie dazu? Ja, lassen Sie uns das machen. Ja, dann würde ich sagen, ist das eine bessere Sache. Und zweitens kommt nur aber noch hinzu, da das Geld ja immer wieder neu generiert werden muss, jeden Monat muss ja dieses Grundeinkommen fließen, wird es gut sein, wenn es nach einem Monat auch seinen Wert verliert. Damit es sich nicht irgendwo anhäuft. Und wie soll das damit funktionieren? Die alte kapitalistische Sache weitergeführt wird. Frau Hassel, können Sie mir erklären, wie das funktionieren soll? Naja, man könnte das ja in Form von Zahlscheinen machen, die dann nach einem Monat praktisch ihren Wert verlieren. Also man kann sich da alles Mögliche für ausdenken und die Leute dazu zwingen, das auszugeben. Natürlich würde jeder Mensch dann diesen Zahlschein einlösen, dann doch wieder in Geld. Und wenn er dann das Geld auf die hohe Kante legen wollte, würde er es das dann trotzdem tun. Also ich glaube, es gibt nicht wirklich eine Lösung dafür. Dürfte es eben nicht konvertierbar sein, also nicht eintauschbar gegen das Normalgeld. Also nur in Naturalien würden Sie das dann ausgeben. Oder diesen Gutschein, von denen... Ja, also ich finde auch zum Beispiel Gutscheine zu verteilen für Bildung oder für Betreuung, Kinderbetreuung, aber auch für Pflegebetreuung, finde ich ja gar nicht so schlecht. Weil, wie gesagt, ich glaube auch, dass es viele Bedürfnisse gibt, die im Moment nicht finanziert werden. Ich wäre sehr dafür, die zu finanzieren. Ich würde sie nur nicht mit der Gießkanne finanzieren, weil wir auch wissen, dass aus der Bevölkerung haben wir ungefähr 10%, die Hartz-IV-Empfänger sind. Wir haben ungefähr 15%, die an der Armutsgrenze leben. Aber das heißt auch, dass 25% der Bevölkerung nicht an der Armutsgrenze lebt und auch nicht Hartz-IV bezieht. Und für den Kreis der Bevölkerung ist ein bedingungsloses Grundeinkommen einfach nicht notwendig. Für die sind andere Leistungen notwendig, zu denen man durchaus aus bezahlte Sabbaticals zählen könnte oder zu denen man auch bestimmte Ansprüche in Richtung von Pflege, Gesundheitsdienstleistungen und so weiter auch zählen könnte. Also ich wäre eher dafür, wirklich Geld, was ja nicht irgendwie von nichts kommt, sondern wirklich auch bezahlt werden muss und auch versteuert werden muss, dass dieses Geld gezielt eingesetzt wird und nicht einfach so, jeder bekommt etwas. Herr Burmeier, unser Hörer Herr Hoffmann hat gesprochen von 500 Euro und Sie sagen, lassen Sie es uns machen. Da müssen wir mal über die Summe reden. Also das ist ja nicht viel mehr als Hartz IV oder Arbeitslosengeld II. Also wie bestimmen wir die Summe? Es ist weniger. Also wenn man einen durchschnittlichen Hartz-IV-Satz heute anguckt, 409 Euro, eine durchschnittliche Miete mit 400 plus Euro und Krankenversicherung sind wir ziemlich genau bei 1.000 Euro, die ja heute schon als quasi Minimum angegeben sind. Ja. Ich habe das so salopp gesagt, weil ich glaube, oder was unsere Untersuchungen bisher ergeben haben, ist, dass es gar nicht so sehr um die Geldzahlung geht. Sehr viele Menschen haben heute schon 1.000 Euro und mehr. Und es ist eine übliche Fehlannahme, dass man davon ausgeht, das Geld würde einfach oben raufkommen. Also alle hätten 1.000 Euro mehr, das wäre auch gar nicht finanzierbar. Sondern so ein Grundeinkommen wächst natürlich über eine steuerliche Umverteilung zum Beispiel von unten in die bestehenden Einkommen hinein. Also ich habe wahrscheinlich nicht mehr mit einem Grundeinkommen, aber ich weiß, dass wenn ich meinen Job oder was auch immer ich tue nicht mehr mache, habe ich es trotzdem. Mhm. Und diese Freiheit, die sich darüber vermittelt, die macht was mit mir. Und die würde auch was mit mir machen, glaube ich, wenn es nur 500 Euro wären. Deswegen habe ich das so salopp gesagt. Und dennoch freue ich mich, dass wir, glaube ich, gerade auf eine gewisse Art und Weise zum Kern der Thematik vorgedrungen sind. Sie haben uns am Telefon so schön gesagt, dann würde ja alles außer Kontrolle geraten. Und ich glaube, das ist die Angst, die dahinter steckt, immer wenn wir über das Grundeinkommen reden. Wir haben in unserer Gesellschaft die Vorstellung, dass wir die Kontrolle hätten. Politik tut gerne so, als hätten sie die Kontrolle, aber wir haben keine Kontrolle. Und Grundeinkommen zeigt uns das so ein bisschen und ermuntert uns einfach zu sagen, alle Dämme brechen eh. Es kommt die Digitalisierung auf uns zu, eine Rente wird nicht finanzierbar sein. Wir haben Zuwanderung aus allen Ländern. Wir haben keine Kontrolle. Und anstatt immer neue kleine Dämme zu bauen, könnten wir einfach mal den Menschen beibringen, schwimmen zu lernen.
Und das ist genau das Grundeinkommen. Es ist keine Hilfe, kein paternalistisches Kontrollinstrument wie bisherige politische Maßnahmen. Eben nicht Gutscheine zu vergeben, weil man die Vermutung hat, dass die Menschen nicht essen würden, wenn man ihnen nicht sagt, du sollst mit meinen Essensgutscheinen essen. Mhm. Eben nicht zweckbezogene Hilfe zu geben, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Grundeinkommen ist ein komplett neues Verständnis von Politik, weil es sagt, du bist Mensch, du willst ein gutes Leben, du bist ein soziales Wesen und du brauchst Geld dafür und deswegen kriegst du es einfach. Sagt Michael Bohmeier, der Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen. Wie wir gehört haben, ein inzwischen sehr erfolgreicher Verein. Unser Thema heute, Geld vom Staat für alle, Pro und Contra, bedingungsloses Grundeinkommen und unsere Nummer 00800 22 54 22 54. Im Gespräch. Und unser Thema ist heute Pro und Contra bedingungsloses Grundeinkommen mit meinen Gästen Anke Hassel von der Hans-Böckler-Stiftung, die gewerkschaftsnahe Stiftung, und von Michael Bohmeier, Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen. Pro und Contra bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich frage mal unseren Hörer Hans-Jürgen Schmidt in Essen. Sind Sie dafür oder dagegen? Guten Morgen. Hallo Essen, hier ruft Berlin. Herr Schmidt, ich habe Sie gerade angesprochen. Ich glaube, Sie haben den Hörer weggelegt oder sowas. Also dann geht das in dem Fall nicht. Dann probieren wir es mit Horst Mattes in Berlin. Herr Mattes, ich grüße Sie recht herzlich. Deutschlandradio Kultur im Gespräch. Horst Mattes in Berlin, hallo. Richtig. Ja. Ich bin dran. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist Ihre Meinung? Ich bin erstens gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen grundsätzlich. Und zwar erstmal ein Problem, die Erfahrungen aus Hartz IV zeigen, dass hinreichend viele Leute nicht in der Lage sind, mit ihrem Geld vernünftig umzugehen. Die Prioritäten setzen, die dazu führen, dass sie zum Monatsende nichts mehr übrig haben. Und wir müssten also, wenn wir nicht beschließen, wer mit seinem Geld nicht umgehen kann, darf danach verhungern, ein zweites Sicherungssystem haben. So wie jetzt. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Das würde passieren. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Alles, was ausgegeben wird, muss verdient werden oder erwirtschaftet werden. Wir nehmen also Leuten, die arbeiten, zwangsweise was weg, um es anderen zu geben, die nicht arbeiten. Na, was meinen Sie, wie lange die Menschen da mitmachen? Und dann muss ich sagen, ich habe persönlich, als ich 52 war, eine Abfindung bekommen und bin aus dem Betrieb gegangen und habe danach keine Arbeit mehr aufgenommen, weil mir mehr als die Hälfte meines Einkommens zwangsweise weggenommen wurde. Habe dann als Privatier gelebt und bin mit 60 zum frühesten Zeitpunkt in Rente gegangen. Eben weil ich jetzt schon der Meinung bin, dass man mir Geld wegnimmt für Sachen, die ich erarbeitet habe und das anderen gibt, die nichts dafür tun. Mhm. Das war's. Herr Mattes, der Herr Bohmeier, glaube ich, will da mal etwas kontern. Herr Bohmeier. Ach, was heißt kontern? Erstmal danke, Herr Mattes, für Ihre Berichte. Also es ist tatsächlich, wird oft gesagt, Menschen in Hartz IV, die könnten ja nicht mit Geld umgehen. Und oft steckt da auch sowas dahinter. Naja, die kriegen leistungsloses Einkommen und dann machen die nichts damit. Dann wollen die nicht arbeiten. Aber man muss ganz deutlich sagen, das ist ein Bild, was kreiert wurde in den letzten Jahren seit der Einführung von Hartz IV. Der faule Arbeitslose, ich würde sagen, das ist ein absolutes Randphänomen. Einige Experten beziffern den auf sowas wie 3% der Leute, die tatsächlich in Anführungszeichen nichts anstellen wollen. Da ist auch immer die Frage, was ist denn eigentlich dieses Nix? Also die Leute wollen arbeiten, ist meine Annahme. Und bei Ihnen höre ich die Annahme raus, dass die Leute nichts tun wollen und sich auf Kosten der Gemeinschaft ausruhen wollen. Nein. Ich habe nicht davon geredet, dass die nicht arbeiten wollen. Ich habe gesagt, dass die mit dem Geld nicht richtig umgehen und wir ein zweites Sozialsystem im Hintergrund halten müssten, um die am Leben zu erhalten. Es ist nicht vorbei mit den jetzigen Sozialsystemen, wenn sie den Leuten Geld in die Hand drücken. Das ist eine völlige Traumvorstellung. Und dann denken Sie doch mal an einen Mann wie Che Guevara, der damals in Kuba versucht hat, an das Bewusstsein der Menschen zu appellieren und dann aus Frust fast nach Bolivien in den Urwald gegangen ist, um da zu kämpfen, weil er die Menschen eben nicht bewusstseinsmäßig dazu gekriegt hat, zu arbeiten, sondern er musste materielle Anreize schaffen. Mhm. Es ist eine Traumvorstellung, dass wenn jemand nicht arbeiten muss,
eher kreativ wird oder so, auch sie selber, sie geben ja nicht ihr Geld aus, sie sammeln bei anderen ein und geben das aus. Genau das ist ja das, was sie vorschlagen. Und ich bin dagegen, dass man mir was wegnimmt für Zwecke, die ich nicht will. Frau Hassel, stimmen Sie Herrn Mattes zu? Naja, ich glaube, er weist schon auf zwei zentrale Punkte hin. Das eine ist, dass wir im Moment ja ein bedürfnisorientiertes Hilfesystem haben und davon ausgehen, dass die mit höheren Bedürfnissen und mehr Bedürfnisse haben, auch mehr Hilfe bekommen als die, die keine Bedürfnisse haben. Herr Mattes sagt, selbst wenn wir jetzt einfach Geld verteilen mit dem Hubschrauber, wir verteilen Geld, gibt es immer Menschen, die dieses Geld für alle möglichen Sachen ausgeben werden, aber dann ab irgendeinem Zeitpunkt immer noch Hilfe bedürfen und denen man immer noch Hilfe geben muss. Und insofern würde das System, was Herr Bummer ja eben mit Kontrolle genannt hat, also das System der Sozialverwaltung, würden wir nicht aufgeben können, weil wir ja immer noch den Menschen helfen müssten, die quasi zu schnell ihr Geld verlieren, anderweitig ausgeben nicht oder haushalten können. Nicht haushalten können. Und das Problem ist natürlich da. Ich würde auch, also auch nochmal, um auf den Punkt der Kontrolle zurückzukommen, ich bin stärker für ein bedürfnisorientiertes System, weil ich glaube, dass die Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Sie haben unterschiedliche Gesundheitszustände, sie sind unterschiedlich leistungsfähig. Und wir müssen den Menschen das geben, was sie an Bedürfnissen haben. Und so eine Rasenmähermethode zu sagen, wir geben denen, auch denen, die es nicht brauchen, 1.000 Euro und aber auch denen, die vielleicht mehr als 1.000 Euro brauchen, denen geben wir aber auch nur 1.000, weil wir ja kein System hätten, da zu differenzieren, fände ich nicht gerecht und auch nicht gerechtfertigt. Der zweite Punkt, auf den er hinweist, ist ja die politische Legitimation. Also man braucht ja Mehrheiten für ein solches System und man braucht ja, muss ja politisch sozusagen gewählt werden, um zu sagen, wir setzen ein bedingungsloses Grundeinkommen um. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ich sollte dafür bezahlen. Ich habe hart gearbeitet, ich arbeite auch hart und ich soll dann höhere Steuern bezahlen, damit andere Menschen, die nicht arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, bedingungslos ein Einkommen beziehen. Also bei denen man noch nicht mal nachfragt, warum verdienst du nicht dein eigenes Geld? Warum bezahlst du keine Steuern? Warum beteiligst du dich nicht an einem Gemeinwesen? Warum engagierst du dich nicht ehrenamtlich? Und das ist ein politisches Legitimationsproblem. Also wir haben das in der Schweiz gesehen bei der Volksabstimmung zum Grundeinkommen, wo 78% der Schweizer gesagt haben, diese Form von Umverteilung ist zumindest nicht meine Präferenz. Und ich würde davon ausgehen, wenn wir eine ähnliche Befragung in Deutschland durchführen würden, dann wären die Mehrheiten wahrscheinlich ganz ähnlich. Lassen wir mal eine weitere Hörerin zu Wort kommen, und zwar Claudia Drossert in Leipzig. Guten Morgen, Frau Drossert. Guten Morgen. Erstmal, ich bin auch mit im Verein. Ich finde das wirklich eine große... Im Verein Mein Grundeinkommen? Genau. Ah, ja. Also ich habe mich beteiligt sozusagen oder beteilige mich. Und ich finde es sehr gut. Ich finde aber den Schritt der Finanzierung, ich finde das immer, das ist der zweite Schritt für mich. Der erste Schritt ist erstmal dieses komplette Umdenken der ganzen Sache. Und das ist, glaube ich, das, was vielen Leuten Angst macht. Also ich glaube, dass man viel mehr den demokratischen Gedanken denken sollte dabei. Bin ein bisschen aufgeregt, sorry. Kein Problem. Dass die Gesellschaft sich als wirkliche Gesellschaft begreifen muss und nicht jeder für sich einzeln denkt, der andere könnte mir was wegnehmen. Das ist nämlich das große Problem in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass das wirklich ein Mehrwert wäre, weil die Leute, der Druck, der herrscht, und ich rede jetzt nicht von Menschen, die ein gutes Einkommen haben, sondern von der Bäckereiverkäuferin und von der Supermarktverkäuferin, von der Kellnerin, die wirklich hart arbeiten und irgendwie immer das Gefühl haben, sie leben irgendwie an so einer Grenze, dem würde das, glaube ich, unglaublich helfen, auch gesund zu bleiben in ihrem Leben. Gut, Sie haben es eben gehört von Ihrem Vorredner, dafür braucht man Intelligenz, dafür braucht man Lebenserfahrung, da muss man mit seinen Mitteln haushalten können und so weiter und so weiter. Aber das ist ja nun nicht jedem zuzutrauen. Das ist, glaube ich, das Problem. Naja, aber wo fängt man denn dann an? Ja. Also vielleicht ist es wirklich sowas, was in der Schule beginnen sollte, ne? In der Erziehung beginnen sollte. Also wie viele Menschen gibt es
die irgendwie nur darauf gucken, ihr Leben nach dem Geld auszurichten, ihrem Status und so weiter. Und also, wie ungesund ist das denn für eine Gesellschaft? Und Menschen, die jetzt, warum sind denn viele Menschen ungesund? Weil sie gestresst sind, und das ist ja jetzt auch, das nimmt ja auch total zu, weil sie in einem Druck unterliegen, der zwangsläufig da ist. Dieses ganze Konkurrenzdenken, was macht denn das mit Menschen? Also das bedingungslose Grundeinkommen für Sie auch eine große psychologische oder psychische Hilfe? Extrem. Also ich glaube, dass das extrem viel Potenzial der Menschen freisetzen würde. Frau Dossert, wir lassen das... Vielleicht ist das auch romantisch gedacht, aber ich weiß selber, was Geld mit einem macht. Also und da rede ich jetzt nicht von Tausenden von Euro, sondern einfach die Sicherheit das setzt einfach was frei im Kopf. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, auch als Aufforderung für Hörerinnen und Hörer von Deutschlandradio Kultur, vielleicht auf Sie zu reagieren unter 00800 22 54 22 54. Fatoumata Diawara war das im Deutschlandradio Kultur und der Song hieß Coco. Unser Thema heute: bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein? Unsere Telefonnummer 00800 22 54 22 54 und mailen können Sie uns unter gespräch@deutschlandradiokultur.de. Und zwei Mails von den vielen, die in der letzten Dreiviertelstunde eingegangen sind, will ich mal hier verlesen. Die eine kommt von Annette Kräft. Sie schreibt: Ich bin freie Autorin und engagiere mich für ein bedingungsloses Grundeinkommen und engagiere mich in verschiedenen Initiativen dafür, zum Beispiel bei Verdi, im Netzwerk Grundeinkommen sowie in der Öffentlichkeit und den sozialen Medien. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist unabwendbar, weil unser Sozialsystem längst nicht mehr funktioniert. Das widerspricht der Menschenwürde, insbesondere das menschenverachtende Hartz-IV-System, in dem Arbeitslose diskriminiert und in prekäre Jobs gedrängt werden. Die Meinung von Annette Kräft. Und Tim Radke aus Berlin schreibt: Im Gegensatz zum Kommunismus, Kapitalismus und zur sozialen Marktwirtschaft entsteht mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zum ersten Mal eine Gesellschaft, bei der die Verteilungsfrage nicht allein an die Wirtschaft gekoppelt wird. Ein bedingungsloses Grundeinkommen bedeutet letztlich mehr Freiheit für die Mehrheit der Menschen. Liebe Studiogäste, beziehungsweise jetzt mal direkt angesprochen Anke Hassel von der Hans-Böckler-Stiftung, bekommen Sie langsam das Gefühl, dass da doch bei unseren Hörern eine Mehrheit für das bedingungslose Grundeinkommen ist? Was sagen Sie dazu, zu diesen Mails? Also ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie wir stehen. Für oder dagegen. Also ich weiß es schon, dass es in der Bevölkerung einen Teil der Menschen gibt, die wirklich in einer Erlösung in dem bedingungslosen Grundeinkommen sehen. Also die wirklich auf unser Sozialsystem sehen, aber auch auf unser Wirtschaftssystem sehen und sagen, da läuft so viel schief in der Wirtschaft und es läuft auch so viel schief in dem, wie unsere sozialen Sicherungssysteme aufgestellt sind. Wir brauchen einen Befreiungsschlag. Ja? Genau. Und das bedingungslose Grundeinkommen bietet sich dafür an, weil es so simpel ist und so eine einfache Lösung anbietet und sagt, ja, mit einem Schlag können wir ganz viele Probleme erledigen, die uns wirklich belasten. Ich glaube das nicht. Ich glaube auch nicht, dass eine einfache Lösung für komplexe Probleme, also das ist für die Diskussion gut und es ist auch attraktiv und man versteht es sofort und so weiter. Und natürlich ist es angenehmer, als zu sagen, nein, wir müssen auf komplexe Probleme auch vielleicht komplizierte Antworten finden. Das verstehe ich schon. Ich glaube aber, dass die Hoffnungen, die da reingesetzt sind, dass diese Hoffnungen nicht tragen werden. Zum Beispiel die zweite E-Mail. Also wenn wir ein Einkommen vom Staat bekommen, dann wird ein neues System ausgerufen. Wir sind dann nicht mehr im Kapitalismus, auch nicht mehr im Sozialismus, auch nicht mehr in der sozialen Marktwirtschaft, sondern wir sind dann in einem neuen System, weil das Geld kommt ja dann vom Staat und nicht mehr von der Wirtschaft. Das ist natürlich in so vielen Dimensionen zu kurz gedacht, weil natürlich der Staat sein Geld von der Wirtschaft bekommt. Also zu meinen, damit würden wir uns frei machen von der Art und Weise, wie bei uns die Wirtschaft funktioniert, ist einfach naiv. Also Menschen bezahlen Steuern, weil sie Arbeitsplätze haben. Unternehmen bezahlen Steuern, weil sie unternehmerisch aktiv sind. Aber wenn das so ist, wieso sind dann ausgerechnet Wirtschaftsbosse für das bedingungslose Grundeinkommen, wie der Chef von DM?
Naja, wie gesagt, Bosse sehen auch auf das derzeitige, die Marktwirtschaft. Sie sehen die Tendenzen zur sozialen Ungleichheit. Sie sehen auch die Defizite im Sozialstaat. Und sie sagen, wir hätten auch gerne eine einfache Lösung, um damit umzugehen, und übergeben quasi ihre Verantwortung auch als Unternehmer an den Staat. Weil das würden sie damit tun. Sie würden dann sagen, ja, wir haben auch nichts mehr damit zu tun. Wir brauchen uns gar nicht mehr um die sozialen Probleme zu kümmern, sondern wir sagen, Staat, wie du dein Geld dafür erwirtschaftest, ist uns da ja auch erstmal egal. Lieber Staat, bezahl du allen Menschen ein Grundeinkommen und damit sind wir auch sorgenfrei. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Wir sprechen mit unserem Hörer Hans-Joachim Habermann, wenn ich das hier richtig lese, in Frankfurt am Main. Herr Habermann, guten Morgen. Ja, guten Morgen, guten Morgen. Oh, jetzt ran an den Hörer. Ah, da bin ich, ja. Schönen guten Morgen, Habermann aus Frankfurt am Main. Also ich würde sagen, grundsätzlich bin ich dafür. Die Überlegungen, die da angestellt wurden, die sind auch meine. Nämlich sozusagen frei von Stress, von Berufsstress, sondern man kann also tun, was einem Spaß macht. Und zu meinen, Leute seien faul, wie da ein Hörer sagte, diese Leute haben, glaube ich, mehr das Problem mit sich selber, weil sie wahrscheinlich solche Ideen auch haben. Wenn ich jetzt genug Geld habe, dann lege ich mich auf die faule Haut und tue nichts mehr. Ich meine, das ist also, das entwertet auch die Arbeit. Ich arbeite ja nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern das gehört sozusagen zu meiner Würde, dass ich für mich sorge. Das ist die eine Sache. Aber wenn ich dieses Grundeinkommen wirklich umsetzen will, dann gehört für mich dazu eigentlich die Frage nach Eigentum. Eigentum an den Produktionsmitteln, an Fabriken, an Unternehmen und ähnliches. Und solange das so organisiert ist, wie wir es hier haben, nämlich dass Leute dort bestimmen, die aber gar nicht arbeiten, die zum Beispiel auch ein bedingungsloses Einkommen bekommen, das ist also nicht nur 1.000 Euro, ich denke nur an die Aktienbesitzer oder Dividenden und ähnliches, ja, diese Leute arbeiten überhaupt nicht und kriegen wirklich ein unglaubliches Einkommen, etwa 10% der Bevölkerung lebt sozusagen leistungslos, indem es nämlich Anteile an einem Unternehmen haben oder ähnliches. Also da würde ich doch sehr vorsichtig sein. Das gibt's bereits, nur ist es eine Minderheit und wird von der Mehrheit quasi alimentiert. Das haben wir bereits. Und das kann man eigentlich nur allgemeingültig machen, wenn die Unternehmen, die also ja die Werte produzieren, das sind die Menschen in diesen Unternehmen, die das machen, wenn diese Unternehmen diesen Leuten gehört und die bestimmen, was in diesem Unternehmen passiert und die Gewinne, die das Unternehmen hat, bekommt dieses Unternehmen und nicht Leute, irgendwelche Investoren oder Hedgefonds oder ähnliches, die ja überhaupt nichts tun, aber kassieren. Das haben wir bereits. Das sollte man ja nicht, das ist ja schon parasitär, was wir da haben. Mhm. Und die dann auch Unternehmen zerstören können, filetieren, verkaufen die Teile und ähnliches. Das haben wir doch. Das ist doch gerade das Dilemma, in dem wir im Augenblick leben. Also das haben wir bereits. Und nun muss man dann überlegen, wie kann man das richtig auf die Beine stellen. Und da gehört die Eigentumsfrage, glaube ich, ganz dazu. Denn wenn wir die nicht lösen, würde ich meinen, wird sich das andere auch nicht lösen lassen. Es sei denn, dann man hat so ein paar Inseln der Glückseligen, die so etwas tun, wie der Kollege dort, dessen Namen ich im Augenblick nicht weiß, es gemacht hat. Das finde ich wunderbar, finde ich in Ordnung. Den sprechen wir gleich mal an. Den Kollegen, der mit Namen Bohmeier heißt. Herr Bohmeier. Ja, Bohmeier, richtig. Bohmeier. Das ist ja eigentlich, ich will es mal so auf vielleicht zuspitzen. Das ist ja im Grunde genommen die Frage, kann ein bedingungsloses Grundeinkommen in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem funktionieren? Nein, kann es nicht. Herr Bohmeier, was sagen Sie? Herr Habermann, ich wollte die Frage mal weitergeben an Herrn Bohmeier, ja? Mich würde es interessieren, was der Hörer vielleicht noch sagt. Okay, dann bitte. Ja, es kann es nicht, weil ja der Kapitalismus eben darauf beruht, nämlich Profit zu machen. Und der Profit und der Profit und der Profit, das ist das Entscheidende und nicht der Bedarf. Das ist das Entscheidende und da kann ein kapitalistisches Unternehmen,
wird natürlich da also gegensteuern. Das kann es ja nicht sein. Also ich würde sagen, bedingungsloses Grundeinkommen widerspricht eigentlich kapitalistischer Logik. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen muss zumindest mal angefangen werden, diese Logik in irgendeiner Form mal, naja, nicht auszuschalten, aber zumindest langsam zurückzudrängen. Dann würde ich sagen, hat es Erfolg. Aber wenn man das dabei belässt, würde ich prophezeien, dass das schief geht. Aber bitte, da könnte man ja drüber diskutieren. Tun wir gerade. Sehr gern. Ja, spannend. Die Frage ist, wie kommen wir denn zu dieser Eigentumsfrage, wenn wir die denn stellen wollen? Ich würde sagen, mit den klassischen politischen Mitteln wie bisher kommen wir da nicht hin, weil wir alle gefangen sind in, ja, letztendlich in diesem Kapitalismus, weil er um uns herum stattfindet. Wir müssen arbeiten, um einen Erwerbseinkommensplatz zu haben, damit wir leben können. Alle Menschen müssen das. Und zwar mit immer höherem Tempo, immer weniger Zeit für Reflexion und Solidarität mit anderen. Und ich glaube, das ist ein Grundeinkommen, wenn man denn die Eigentumsfrage thematisieren will, erstmal nichts Antikapitalistisches ist. Ich würde sogar eher noch sagen, es rettet die Zeit des Kapitalismus vielleicht noch ein bisschen, weil wegen der Digitalisierung, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Unbedingt, ja. Aber dann verändert es etwas im Kopf. Ich glaube, dass mit einem Grundeinkommen viele Menschen sich die Frage stellen werden, und das erleben wir auch in unseren Experimenten, will ich das eigentlich noch? Also jetzt, wo Geld nicht mehr so ein ganz knappes Gut ist, wo ich ein gewisses Maß an Sicherheit habe, habe ich da überhaupt noch Lust mitzuspielen? Will ich vielleicht weniger arbeiten? Will ich vielleicht was anderes arbeiten? Habe ich vielleicht mehr Ressourcen, weil ich selber nicht mehr so im Mangel bin, mich vielleicht auch mal um meine Mitmenschen zu sorgen? Und ich glaube, das sind die Mechanismen, die den Kapitalismus in Frage stellen lassen. Und zwar nicht zu einem anderen neuen autoritären Sozialismus zu kommen, sondern vielleicht zu einer ganz neuen freiheitlichen Form des Zusammenlebens, die wir uns heute, weil uns diese psychische Basis dafür fehlt, vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Apropos, Frau Hasse hat jetzt mehrfach erwähnt, die Unternehmen würden mit einem Grundeinkommen nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden. Also was soll das sein? Wo werden denn Unternehmen heute zur Verantwortung gezogen? Indem sie Arbeitsplätze schaffen? Ich glaube, kein Unternehmer geht morgens durch sein Unternehmen und sagt, ach, wo könnte ich denn hier einen schönen Arbeitsplatz schaffen? Der Versuch überlegt eher, wen kann ich loswerden, damit mein Profit steigt. Das ist natürlich eine typisch gewerkschaftliche Position, die sie da hat. Ich glaube, man muss sich erstmal vergegenwärtigen, wenn wir von Arbeit sprechen, dann meinen wir erstmal Erwerbsarbeit. Ne? Wenn man sich mal anguckt, was die Deutschen so machen, dann ist nur weniger als die Hälfte, die überhaupt einen Erwerbsarbeitsplatz haben. Die anderen leben heute schon hauptsächlich von Transferleistungen, halten aber die Gesellschaft zusammen. Es gibt unfassbar viel zu tun in dieser Gesellschaft und nur ein Bruchteil davon ist überhaupt bezahlte Arbeit. Arbeitsplätze sind kein Selbstzweck. Bei Arbeitsplätzen geht es darum, eine gesellschaftliche Aufgabe zu erfüllen und die wird uns zunehmend von Maschinen abgenommen. Mitte des Jahrhunderts werden fast die Hälfte der heute bekannten Jobs von Maschinen erledigt werden. Was machen wir denn mit den anderen Leuten? Selbst wenn diese Zahlen übertrieben sind und es nur 20% sind, sollen die alle von Hartz IV leben und dem Amt jeden Monat berichten, wo sie sind und was sie machen und in sinnlosen Maßnahmen ihre Lebenszeit verbringen? Ich glaube, wir brauchen neue Antworten für die Zukunft und ich kenne keine bessere als das Grundeinkommen und ich habe auch von der Gewerkschaft bisher noch keine besseren Antworten bekommen. Herr Habermann, vielen Dank für Ihren Anruf. Das stößt natürlich neue Fragen auf und das können wir noch eine Stunde lang diskutieren von 10 bis 11. Unser Thema ist heute Geld vom Staat für alle, Pro und Contra, bedingungsloses Grundeinkommen. Meine Gäste sind Michael Bohmeier, der Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen, der Geld sammelt für bedingungslose Grundeinkommen und dieses Geld auch wieder verteilt. Und Anke Hassel von der Hans-Böckler-Stiftung. Dort ist sie wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts. Und wir werden gleich weiter diskutieren zu diesem Thema. Sie rufen uns bitte schön weiterhin an unter unserer Nummer 00800 22 54 22 54 00800 22 54 22 54 oder schreiben uns unter gespräch@deutschlandradiokultur.de. Deutschlandradio Kultur im Gespräch. Am Mikrofon für Sie, Matthias Hanselmann. Schönen guten Morgen nochmal. Unser Thema heute: Geld vom Staat für alle, Pro und Contra, bedingungsloses Grundeinkommen. Pro ist Michael Bohmeier, Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen, einer unserer beiden Studiogäste. Und Contra, zumindest für das gegen das staatlich finanzierte Grundeinkommen, ist Anke Hassel von der Hans-Böckler-Stiftung. Jetzt wollen wir doch mal Sie beide ein klein bisschen mehr persönlich kennenlernen. Frau Hassel, Sie sind Mutter von zwei Kindern, glaube ich. Wie alt?
24 und 14. 24 und 14. Und Sie haben einen Sohn, eine Tochter, Herr Bummer? Ein Kind. Ein Kind? Es ist 5. Es ist 5. Und ja, wie wirkt sich denn jetzt das Beziehen des Grundeinkommens bei Ihnen zu Hause familiär aus? Was würden Sie sagen? Na, zunächst mal würde ich sagen, ich bin entspannter geworden im Umgang mit dem Kind, weil ich die Arbeit, die ich mache, wirklich nur noch mache, weil ich Lust drauf habe, lustigerweise mehr als vorher. Aber ich kann dann auch besser abschalten, wenn es Kinderzeit heißt. Und ich finde diese Kindererziehung eine total tolle Parallele zu dem, was für mich Grundeinkommen bedeutet. Grundeinkommen bedeutet für mich nämlich zu vertrauen und ein bisschen den Kontrollwunsch loszulassen. Und das zeigt sich in der modernen Kindererziehung ja auch besonders. Also wenn ich das Kind am Klettergerüst klettert und ich daneben stehe und sage, fall bloß nicht runter, der Boden ist richtig hart, du wirst dir wehtun. Und sage, wenn du runterfällst, dann geht's heute ohne Armbrot ins Bett. Dann würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass das Kind tatsächlich runterfällt, weil das eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Wenn ich aber selber die Größe habe, zum Beispiel, weil ich mich gut mit mir selbst fühle, weil ich sowas habe wie ein Grundeinkommen oder mich so fühle und einfach mal weggucken kann und dem Kind vertrauen kann, dann wird das Kind klettern lernen, Eigenverantwortung lernen, lernen, diese Freiheit auszuhalten und vielleicht auch mal runterfallen und lernen, dass es weh tut, aber daran wachsen. Und wenn man das mal auf die Gesellschaft überträgt, ist das Grundeinkommen ein monatlich ausgezahlter Vertrauensvorschuss für die Menschen, der zu Eigenverantwortung führen wird. Und das lässt uns raus aus diesen paternalistischen Systemen, in denen wir heute leben, die immer nur versuchen, dass die Alten Kontrolle über die anderen ausüben. Ja, Frau Hassel, Sie sind sicher nicht der Meinung, dass man unbedingt ein Grundeinkommen braucht, um Kinder zu vertrauensvollen Menschen zu erziehen, oder? Nein, ich glaube auch, das ist eine falsche Analogie, also die hier gezogen wird zwischen der Kindererziehung oder den Erfahrungen der Kinder auf dem Spielplatz und den Erfahrungen der Menschen im Alltag. Natürlich müssen Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen. Natürlich müssen sie auch lernen, dass sie vom Klettergerüst fallen, dass sie sich wehtun. Sie werden das auch schnell erfahren. Sie erfahren das eigentlich von Anfang an, weil Kinder lernen laufen, indem sie immer wieder hinfallen und immer wieder aufstehen. Und sie tun das auch. Also jetzt mit oder ohne Absicherung jetzt unterm Klettergerüst. Aber dennoch würde ich keinen Spielplatz bauen, wo nur Beton ist, sondern ich würde einen Spielplatz bauen, wo Sand ist oder wo Gummimatten sind. Wo und da gibt es mehr Unfälle statistisch. Das ist interessant. Da verletzen sich mehr Kinder, weil sie das Gefühl haben, ach ja, die Gummimatte fängt mich ja auf. Und dann nämlich nicht eigenverantwortlich handeln, sondern in völlig falsches Risiko gehen, weil sie sich spüren wollen, weil man ihnen nämlich nicht zutraut. Wir haben in der letzten Stunde auch schon festgestellt, dass das Ganze hat oft eine weniger wirtschaftliche Dimension als eine psychologische Dimension. Susanne Mecklenburg aus Augsburg schreibt uns, ich begrüße die Idee als solche, weil sie einen absolut herausfordernden Paradigmenwechsel anstoßen muss, wenn es um Sachverhalte geht wie gesellschaftlicher Zusammenhalt und Menschenbild. Ich würde mich jedenfalls darüber freuen, endlich mal wieder etwas zu haben, was schier unbezahlbar ist, nämlich Freiheit. Die Freiheit, meine Kräfte, meine Expertise dort einzusetzen, wo ich sie verantwortungsvoll einsetzen will. Das scheint mir genau der Knackpunkt zu sein. Wir können uns und wollen mit einer solchen Freiheit nicht umgehen. Wir reklamieren sie für uns, wenn wir haben. Wenn wir um unseren Besitz fürchten, endet unser solidarisches Denken genau an dieser Stelle. Und was mich besonders freut, letzter Satz, tolle Diskussion, vielen Dank. Das war also eine Hörerin, die uns geschrieben hat. Und wir machen weiter mit Anruferinnen und Anrufern. Zum Beispiel mit Patricia Keller in Esslingen, glaube ich. Frau Keller, guten Morgen. Ist Patricia Keller noch guten zu Morgen, sprechen? Ja, ich sitze gerade am Frühstückstisch aus Esslingen bei Stuttgart. Guten Appetit. Danke, der Mund ist zum Glück leer. Ja, bitteschön. Also ich möchte mal von dem ganzen Großen mal eher auf Kleine schauen. Also ich bin beruflich tätig im Bereich Freiwilligendienste, aber auch ehrenamtlich engagiert in der Flüchtlingshilfe. Und ich erlebe halt ganz konkret, dass die Menschen, die dann einen Freiwilligendienst machen, FSJ, BFD, die bisher von Arbeitslosengeld 2 leben, auch von dem wenigen Taschengeld, was sie für eine Vollzeitbeschäftigung kommen, auch noch abgezogen bekommen und auch zum Teil das Monatsticket verrechnet wird als Einkommen. Und sie haben zum Teil eine Anfahrt von einer Stunde, wo ich einfach sage, die Motivation und das, was sie mitbringen, Leistung zu erbringen, wird in gewisser Weise auch wieder ein bisschen abgestraft. Und das finde ich sehr schade. Sodass ich sage, diese Haltung, immer als Bittsteller auftreten zu müssen, wenn ich noch was brauche, das hat eigentlich
nicht so viel mit der Würde des Menschen zu tun. Und ich sage einfach, bedingungslos heißt, du bist willkommen als Bürger dieses Staates und du bekommst von uns erstmal eine Leistung. Und was du mit dem Rest machst, das liegt in deiner Verantwortung. Und ich bin auch überzeugt, also das, was ich jetzt aus meinem Bereich erlebe, dass sehr viele Menschen nicht zu Hause sitzen bleiben werden und die Beine aufs Sofa legen, hochlegen. Also das erlebe ich deutlich anders. Also wenn eine Zeitungsüberschrift mal zitiert, bedingungsloses Grundeinkommen, werden wir zum Faultier? Fragezeichen. Da würden Sie sagen, das wird nicht passieren. Ja, dem würde ich wirklich widersprechen. Ja. Und ich höre auch viele, gerade von den geflüchteten Menschen, die sagen, ich mache es auch ohne Taschengeld. Hm. Ich möchte einfach aus dieser Situation, dass ich keine Tätigkeit habe und mich langweile und keinen Sinn in dem Ganzen sehe, raus. Und ich kenne keine Zahlen, wie viele jetzt wirklich auch von den Menschen, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, auch da sich eingerichtet haben, sage ich mal in gewisser Weise. Aber es ist natürlich auch frustrierend, wenn ich was mache, auch wenn es nur eine geringfügige Tätigkeit ist, dass praktisch nichts übrig bleibt, dass es wirklich alles verrechnet wird. Und das, finde ich, motiviert die Menschen einfach nicht. Und ich glaube auch mit dieser Freiheit im Rücken, so ähnlich geht es mir auch, also ich bin allein mit 2 Kindern, dass ich gern freiberuflich tätig bin, jetzt 30 Stunden die Woche arbeite, damit wir einfach auch ein Einkommen haben. Aber dass ich einfach gerne mehr freiberuflich machen würde, aber natürlich ein bisschen das Risiko scheue, weil ich weiß, ich brauche diese Absicherung für meine Familie. Es ist zu riskant. Genau. Das kann ich nur in geringem Umfang machen, aber ich weiß, dass mein Herz und mein Feuer da ist auch und dem kann ich aber nicht in dem Umfang nachgehen, weil das ist im Moment zu riskant einfach, ja. Meine Studiogäste nicken und hören Ihnen sinnierend zu. Sie können sich aber auch äußern. Bitte, Frau Hassel. Ja, also ich glaube, dieser Punkt zu dem Faulsein trifft, glaube ich, die Debatte nicht wirklich. Also es gibt Studien, es gab ja auch schon Experimente, auch schon früher in den USA, die das genau wissenschaftlich untersucht haben, was sind denn die Effekte von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und die haben schon gesehen, also nicht, dass die Leute zur Faulheit neigen, sondern dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren, das sie länger Arbeitslosen. Nein, das ist ein können wir gleich gerne drüber reden. Also es gibt natürlich, die Leute sind weniger aktiv jetzt in der Erwerbsarbeit, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Ich glaube aber, für mich wäre das gar nicht das Problem. Für mich ist das Problem, wirklich zu sagen, unsere Ressourcen sind begrenzt. Wir können Geld nicht zweimal ausgeben, sondern wir müssen Geld einmal ausgeben. Und wir müssen uns genau überlegen, wo wir dieses Geld investieren wollen. Ich würde nicht dafür plädieren, dass wir 85% der Bevölkerung ein Geld geben, was sie nicht benötigen. Ich würde dieses Geld gerne anders ausgeben. Investieren und genau in den Bereichen, in denen sie auch tätig sind, also in Bereichen von Freiwilligendiensten, auch in den Bereichen von ehrenamtlichen Diensten, um diese besser auszustatten und auch zu ermöglichen, dass dort bessere Gehälter bezahlt werden, die dann die Freiheit eigentlich erbringen, die sie sich wünschen. Also sie wollen ja nicht mit ihrer Erwerbstätigkeit aufhören, sie wollen freiberuflich tätig sein. Sie wollen vielleicht auch ein höheres Einkommen mit ihrer freiberuflichen Tätigkeit erzielen und dort mehr Spielräume haben. Und ich würde mich einsetzen dafür, dass genau diese sozialen Dienstleistungen besser ausgestattet werden, höhere Gehälter bezahlen können, damit die Menschen, die dort tätig sind, weniger gestresst sind und weniger sich unfrei fühlen. Also für mich wäre der Weg immer über die bessere Arbeit, bessere Arbeitsbedingungen, höhere Gehälter und damit den Druck von der Seite da rausnehmen und nicht 85% der Menschen in Deutschland ein Geld geben, was sie eigentlich nicht brauchen. Aber Sie haben gerade die Faultiertheorie schon so ein bisschen unterstützt, indem Sie gesagt haben, die Menschen werden weniger aktiv. Nein, ich habe gesagt, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen aus den USA, wo man in den 70er, 80er Jahren damit experimentiert hat, also ähnlich wie jetzt Finnland auch, aber in einem größeren Umfang, wo man aber dann hinterher genau ausgewertet hat, wie hat sich das Erwerbsverhalten der Menschen geändert. Und man hat gesehen, die Menschen blieben lange, also in der Kontrollgruppe, man hat 2 Gruppen miteinander verglichen. Und in der Gruppe, die das Grundeinkommen bezogen haben, waren die Menschen länger arbeitslos, haben weniger gearbeitet, also weniger Arbeitsstunden gearbeitet und so. Also solche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es auch. Aber für mich wäre das nicht unbedingt das zentrale Argument zu sagen, der Rückgang der Erwerbstätigkeit ist das zentrale Problem am Grundeinkommen. Das ist es für mich nicht. Herr Bohmeier, Sie wollten vorhin schon direkt widersprechen.
Ja, die Zahlen damals aus dem MINTCAM-Experiment aus Kanada wurden jetzt nochmal neu ausgewertet. Aha. Die wurden damals, übrigens wurde das Projekt von Donald Rumsfeld geleitet, nochmal neu ausgewertet. Und da kam halt raus, dass tatsächlich junge Männer haben weniger Arbeitsleistung erbracht. Das lag aber daran, dass sie einfach die Schule fertig gemacht haben, dass sie länger in Ausbildung waren und danach eigentlich genauso viel gearbeitet haben wie jetzt. Aber ich glaube auch, das ist nicht der Kern des Grundeinkommens. Genau. Also das ist jetzt nur ein Teil von den Ergebnissen. Die Debatte ist größer und die Ergebnisse sind umfangreicher. Und es sind nicht, die jungen Männer sind tatsächlich länger in der Schule geblieben, haben aber danach auch keine besseren Jobs gehabt. Also sie haben damit auch nicht hinterher mehr verdient als vorher. Also die haben einfach mehr Zeit. In der Schule geht es ja vielleicht noch um mehr als nur um einen besseren Job zu kriegen. Ja, aber das Ziel war ja, der Untersuchung herauszufinden, wie ändern die Menschen ihr Erwerbsverhalten? Kommen sie dadurch, dass sie länger in der Schule verbleiben, vielleicht dann auch in bessere Beschäftigung? Und dem war nicht so. Und die Zeit der Arbeitslosigkeit hat sich halt in der Kontrollgruppe verlängert. Also ja. 00800 ist und 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Unser Thema heute: Pro und Contra bedingungsloses Grundeinkommen. Rufen Sie an, es geht gleich weiter mit der Diskussion. Gaspard Royan war das im Deutschlandradio Kultur und der Song hieß All is Truth. 20 nach 10, unsere Diskussion heute zum Thema Geld vom Staat für alle, Pro und Contra bedingungsloses Grundeinkommen. Und wir sprechen mit Erik Eichholz in Erfurt. Guten Tag, Herr Eichholz. Ja, schönen guten Tag. Also ich bin erstmal für das bedingungslose Grundeinkommen und finde die Diskussion ziemlich interessant, weil der Herr Buhmeier und die Frau Hassel eigentlich für diese zwei wirklich extrem verschiedenen Sichtweisen sind und sozusagen die Frau Hassel für mich eigentlich die alte Zeit symbolisiert und der Herr Buhmeier mit seinen Denkansätzen und auch seinen Äußerungen für mich wahnsinnig modern ist. Das finde ich eigentlich sehr, sehr erfrischend. Tja, Frau Hassel, Sie sind jetzt gerade als altmodisch bezeichnet worden. Ja, tut mir ja leid. Und sitzen da und lassen es einfach so geschehen. Naja, gut, ich meine, die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen, ich finde das eine Scheindiskussion und auch eine Scheinmodernität. Wir müssen sie ja führen. Also sie findet ja Anklang und sie wird ja unterstützt. Und ich merke ja an den Reaktionen, wenn ich mich dazu äußere, wie emotional auch Menschen darauf reagieren. Also da ist ja irgendwas. Ne? Also sie spricht ja irgendein Bedürfnis ein und insofern müssen wir sie auch führen. Ich finde die Lösung, wie gesagt, ist ein sehr einfaches Instrument für einen sehr komplizierten Sachverhalt. Wenn man sagt, ja, das ist modern, das ist radikal, natürlich, das wirkt sehr radikal. Wir müssen jetzt ganz neu denken, wir müssen radikal uns erneuern. Also letztlich finde ich das weder modern noch wirklich innovativ, weil es praktisch unsere tatsächlichen Probleme, die gesellschaftlich jeden Tag bei uns anlanden, in eine Zeit versetzen, die dann irgendwo in der Utopie sind. Also ich finde es nicht besonders modern. Modern fände ich, wenn wir wirklich uns überlegen, wo sind denn die Probleme in der Gesellschaft? Also wenn Menschen von Stress sprechen, wenn sie von Druck sprechen, wenn sie von Angst sprechen, also die Befürworter vom bedingungslosen Grundeinkommen sagen immer, die Menschen haben Angst vor was Neuem. Ja, sie sind angstbehaftet. Ich erlebe meine Umwelt gar nicht so. Ich erlebe sie auch nicht angstbehaftet. Ich erlebe auch die Diskussion, was können wir tun, um unsere gesellschaftlichen Zustände zu verbessern. Ich empfinde sie gar nicht angstbehaftet, sondern ich empfinde sie so, dass wir sagen, es gibt ganz konkrete soziale Bedingungen, an denen wir arbeiten müssen, wo wir ganz konkrete Lösungen für finden müssen. Also um einfach mal ein Beispiel zu sagen, meine Nachbarin ist letztes Jahr an Knochenkrebs verstorben. Ja? Meine Nachbarin hatte wenig Geld, hatte Sozialhilfe und so weiter. Aber das Einkommen war an der Stelle überhaupt nicht das Problem. Das Einkommen war, dass sie alleine war, dass sie gepflegt werden musste, dass die Pflegedienste mittags kamen und 10 Minuten hatten, um ihr Spritzen zu geben und ihr ein Mittagessen zu
zuzubereiten, dass sie keine Zeit hatten, mit ihr überhaupt ins Gespräch zu kommen. Da sind für mich gesellschaftliche Probleme, reale gesellschaftliche Probleme, die wir bearbeiten müssen und wo viel von dem Druck, von dem Stress drinsteckt und auch von den Belastungen drinsteckt. Mhm. Und zu sagen, wenn sie jetzt 1.000 Euro im Monat gehabt hätten, damit wären diese Probleme gelöst, glaube ich überhaupt nicht. Damit wäre überhaupt kein Problem gelöst. Aber da muss ich mal wirklich dazwischen gehen. Also die 1.000 Euro hätten ja dann mit Sicherheit auch die Mitarbeiter gehabt, die in diesem Pflegeunternehmen arbeiten. Und möglicherweise hätte sich da möglicherweise in diesem Unternehmen und möglicherweise einfach etwas weiter gedacht, schon in der gesamten Struktur des Systems, was sich mit Pflege beschäftigt, getan. Ja. Also was ich wirklich sagen muss, ist, dass mir ein bisschen also dieses Menschenbild nicht gefällt, was so vermittelt wird von Ihnen, Frau Hassel. Also auf der einen Seite unterstellen Sie jemanden wie dem Herrn Werner und dem Herrn von der Deutschen Telekom, dass Sie eigentlich Ihr Grundanliegen eigentlich darin besteht, wenn Sie für das bedingungslose Grundeinkommen sind, die Verantwortung für mögliche reduzierte Arbeitsplätze nicht übernehmen zu wollen. Das finde ich eigentlich nicht so. Also ich finde das sogar sehr klug, was diese beiden Männer machen, weil sie wahrscheinlich noch mehr als andere Unternehmer verstehen, dass natürlich die Nachfrage irgendwann einbrechen wird, wenn gesellschaftliche Verwerfungen sich dahingehend auswirken, dass die Leute einfach immer weniger sozusagen Zeit möglicherweise und auch natürlich weniger Geld haben. Durch Stress krank werden, andere Prioritäten setzen müssen sozusagen. Und ich glaube, das ist einfach ziemlich klug, was dieses, gerade Herr Werner, den ich schon auch ein paar Mal live erlebt habe, auch gerade in Erfurt, was der Herr Werner einfach auch so vom Ansatz grundsätzlich hat. Und da bin ich schon auch eher der Meinung von Herrn Bohmeier, der schon einfach auch ein sehr modernes Menschenbild hat, das möglicherweise auch noch gar nicht in Gänze so existiert. Aber er hat natürlich schon recht, dass einfach viele, viele Menschen in so einer Art Hamsterrad gefangen sind. Sie sind gestresst im Job, sie müssen sich sozusagen permanent gegen andere behaupten. Der solidarische Gedanke geht eigentlich im normalen Arbeitsleben leider Gottes weitgehend unter. Und vorhin hat Herr Bohmeier wirklich im Grunde was Schönes gesagt, eigentlich diese Dämme, die sozusagen brechen, dieses Neuerlernen des Schwimmens, das fand ich eigentlich sehr passend, denn unsere Politik hat leider keine entsprechenden Antworten auf diese Dämme, die jetzt eigentlich schon anfangen zu brechen. Und auch der Hinweis, dass sozusagen unsere Arbeitswelt sich dahingehend extrem verändern wird, dass dass eigentlich arbeiten die jetzt beispielsweise im mittleren Management schon, um das mal etwas höher zu hängen. Es geht nicht immer nur um irgendwelche Jobs wie eine Supermarktverkäuferin, aber klar ist, dass zum Beispiel Jobs im mittleren Management auch wegfallen werden, weil einfach durch die Entwicklung von Maschinen, die Entwicklung von Computerprogrammen etc., von Robotern, was auch immer, einfach die Arbeitswelt sich sowieso ändern wird und wir darauf einfach eine Antwort finden müssen, was wir mit den Menschen, die dann freigesetzt werden, machen. Das ist eigentlich die wirklich spannende Frage. So. Und vorhin darf ich mal kurz zwischenfragen, was machen Sie eigentlich? Bitte? Was machen Sie beruflich? Ich bin Unternehmer hier in Erfurt. Ich habe ein Gesundheit-, Freizeit- und Sportunternehmen und ich hätte mich sehr gefreut. Also es ist ein kleines Start-up-Unternehmen und ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich am Beginn meiner unternehmerischen Tätigkeit mir einfach so ein paar Gedanken nicht hätte machen müssen, finanzieller Art. Also bei Ihnen auch Stress, Druck? Ja, natürlich, klar. Also die Klassiker eigentlich. Frau Hassel möchte gerne auf Sie reagieren. Aber dann wissen Sie doch schon, wo die neuen Arbeitsplätze entstehen werden durch Automatisierung und Digitalisierung. Sie sind ja genau in dem Bereich, wo wahrscheinlich in Zukunft die Menschen arbeiten werden. Also wir hatten ja schon ganz viele Technisierungsschübe in der Gesellschaft.
Wir haben schon ganz oft über technologischen Wandel gesprochen und dass dadurch Arbeitsplätze wegfallen werden. Jedes Mal sind Arbeitsplätze an anderer Stelle entstanden und auch in Bereichen, die wir jetzt nicht wirklich vorhergesehen haben. Und das wird dieses Mal auch so sein. Und ich glaube, dass genau in den Bereichen, über die ich versuche, die ganze Zeit zu reden, nämlich die sozialen Dienstleistungen, dass dort in der Zukunft die Beschäftigung entstehen wird, weil wir gesellschaftliche Probleme haben und auch Probleme mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und dort und genau in dem Bereich, in dem Sie auch tätig sind, werden in Zukunft die Jobs sein. Ja, aber Frau Halle, schauen Sie, ich will noch eins sagen, und zwar, das Interessante dabei ist ja, ich meine, es gibt ja Untersuchungen, dass der Mut zur Selbstständigkeit in Deutschland ungleich niedriger ist als in anderen Ländern, zum Beispiel in südeuropäischen Ländern oder so. Den Mut zur Selbstständigkeit zu finden, dieser Mut wird natürlich, ich will mal sagen, angeheizt, und der wird natürlich viel, viel größer, wenn man natürlich entsprechende Sicherheit hat, und das bedingungslose Grundeinkommen wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. In Südeuropa gibt es kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern eine Grundsicherung, die viel schlechter ist als in Nordeuropa und auch in Deutschland. Also die Menschen in Südeuropa sind selbstständig, weil sie keine andere Absicherung haben und nicht, weil sie besonders gut abgesichert sind. Ich will nur mal, um die Diskussion hier wiederzugeben, einen Satz aus einer E-Mail noch zitieren. Da schreibt Wolfgang Hartmann: Ich bin für ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn jeder auch bedingungslos bereit ist, jedem anfallenden Arbeitsauftrag auszuführen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Darauf können Sie reagieren, liebe Hörerinnen und Hörer. 00800 22 54 22 54. Im Gespräch. Unser Thema heute: Pro und Contra bedingungsloses Grundeinkommen. Meine Gäste sind Anke Hassel von der Hans-Böckler-Stiftung und Michael Bohmeier vom Verein Mein Grundeinkommen. Und wir begrüßen Ulrike Kranz. Schönen guten Morgen, Frau Kranz. Ja, guten Morgen. Ja, was sagen Sie zu unserer Diskussion? Also, ich habe sehr viele Gedanken in meinem Kopf. Ich finde es erstmal sehr wichtig. Macht mir irgendwie Hoffnung, dass es vielleicht doch noch mal einen anderen Weg in unserer Gesellschaft gibt. Ich möchte auf die Dame noch mal eingehen, auf deren Argumente. Also ich denke, dass sich sehr viel in Familien, in Kinderbetreuung, in Pflege verändern würde dadurch, weil viele Menschen einfach sich da nicht mehr so einsetzen können, wie sie das wollen, weil sie das Geld für die Miete erarbeiten müssen, sich so eine Wohnung leisten können, dass sie ihre Mutter zu sich nehmen können oder. Also da denke ich, würde sich viel verändern. Und ich muss sagen, ich komme auch aus einer Lebenserfahrung in der DDR, wo Geld nicht ganz so eine Rolle gespielt hat wie jetzt. Und das ist ein anderes Lebensgefühl gewesen, was oft eben auch DDR-Bürger, ehemalige, bedauern, dass sie das verloren haben durch den Kapitalismus, durch diese Lebensweise. Ich will das jetzt nicht schönreden, aber es gibt da Lebenserfahrungen, die wir gemacht haben im Osten, die anders sind als jemand, der immer in dieser Welt gelebt hat, wo alles nur vom Geld bestimmt ist. Frau Kranz, ich hatte gerade diesen Satz vorgelesen von einem Herrn, der für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist: Wenn jeder dann auch die Arbeit annimmt, bedingungslos, die man ihm zuteilt. Dieser Herr hat auch DDR-Erfahrungen und schreibt: In der DDR hatten wir alle ein Grundeinkommen, zwar ein bargeldloses, aber eben doch ein Grundeinkommen. Der Staat zahlte drauf bei Lebensmitteln, öffentlichen Verkehrsmitteln, Gaststätten, Mieten und so weiter. Nach meiner Information, schreibt er, waren das pro Person etwas mehr als 300 Mark. Es hat sich als süßes Gift erwiesen. Alles geriet außer Kontrolle. Nur wenige Menschen haben diese Geschenke zur positiven Entwicklung ihrer Lebensgestaltung genutzt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie sagen. Also das ist meine Erfahrung. Nee, und ich muss sagen, dass also dieses negative Menschenbild, ich arbeite in einem Bereich und habe viel mit Menschen zu tun, die wirklich am untersten Rand der Gesellschaft leben. Ja. Wo genauer? Ich arbeite in einem Krankenhaus. Und also auch kranke Menschen betrifft das, die sehr unter Druck kommen, wenn sie länger krank sind und irgendwann kein Krankengeld mehr kriegen. Also ich denke, dass sich das auch auf die Arbeitswelt horrend auswirken würde, wenn die Menschen nicht mehr so von Arbeitgebern unter Druck gesetzt werden können, weil sie einfach nie so auf die Arbeit angewiesen sind, dass, wenn sie nicht mehr arbeiten gehen können, sie eben ihre Wohnung verlieren und nicht mehr zu essen haben. Und ich denke, dass sich das sehr auf die Einstellung der Menschen auf
die Lebensansichten auswirken würde. Und ich muss dem Herrn zustimmen und freue mich, dass der so eine Initiative auch ergriffen hat, dass eher die Menschen Ideen entwickeln, das gesellschaftliche Leben mitzugestalten und auch Freiräume dafür haben, Kraft dafür haben, sich an irgendeiner Stelle, die ihren Interessen entspricht, auch zu engagieren. Also das ist Denkansatz. Ja, vielen Dank. Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist nämlich die Verhandlungsposition und die Machtfrage, die mit so einem Grundeinkommen immer explizit und implizit gestellt wird. Frau Hasse hier neben mir sagt ja, sie würde gerne die Gesellschaft besser machen durch bessere Jobs und bessere Löhne und mehr Jobs im Sozialen. Da frage ich mich einfach, wie verdammt nochmal wollen wir das hinkriegen im Neoliberalismus, wo staatliche Gelder immer weiter gekürzt werden, wo Gewerkschaften so schwach sind wie nie, wo die Digitalisierung vor unserer Haustür steht. Also was ist das für eine Utopie, in diesem System Verbesserung zu finden, dass wir die sozialen Aufgaben der Zukunft mit den bisherigen Mitteln geregelt kriegen? Ich glaube, wir brauchen da ein radikales Umdenken, ein Grundeinkommen sorgt dafür, dass jeder seine eigene Gewerkschaft ist und damit viel mächtiger. Wenn ich 1.000 Euro habe, dann muss ich bestimmte Jobs nicht mehr machen zu dem Geld, wie ich es heute habe. Dann habe ich zum ersten Mal wirklich einen Arbeitsmarkt, weil ich eine Verhandlungsposition habe mit meinem Chef, weil ich Nein sagen Ganz kann. Ganz kurz, Herr Bohr, zum Verständnis. Eine Familie, zwei Eltern, drei Kinder, wie hoch wäre das Grundeinkommen? Na, jeder Mensch kriegt 1.000 Euro. Also 5.000. 5.000. Okay, alles klar. Mhm. Genau. Dann habe ich eine Verhandlungsposition, dann kann ich Nein sagen, dann kann ich sagen, zu dem Preis mache ich es nicht mehr. Und dann hat der Unternehmer verschiedene Optionen. Entweder er verteilt die Arbeit besser oder er bezahlt sie besser. Ne? Dann kann es sein, dass es einfach teurer wird, saubere Toiletten und saubere Straßen zu haben. Aber das würde dann auch dem realen gesellschaftlichen Wert entsprechen. Und die Jobs würden vielleicht in ein oder zwei Generationen total aufgewertet sein, weil wir sagen, wow, du hast Grundeinkommen und machst trotzdem die Straße sauber. Vielen Dank, ich mag saubere Straßen. Oder wir kurbeln die Digitalisierung an in dem Fall dann die Automatisierung, großer Unterschied, und sagen, wir haben halt viel mehr sich selbst reinigende Klos, weil wir können es uns nicht mehr leisten, Menschen zu bezahlen, anständig, die das für uns machen. Es bringt also da, wo Grundeinkommen hinkommt, und das erleben wir in unseren Experimenten, da entsteht Verhandlungsspielraum. Und da kann man neue Fragen stellen, die heute nicht möglich scheinen, weil alles scheint ja so in Gott gegeben zu sein. Es ist eben so. Nein, es muss nicht so sein. Mit einem Grundeinkommen können wir Dinge neu hinterfragen. Und dann brauchen wir eben keine kollektivistische Organisation mehr, die für mich kämpft. Das funktioniert heute eh nicht mehr. Sondern dann bin ich meine eigene Gewerkschaft und damit 100-mal effizienter, weil ich nämlich einfach Nein sagen kann. Und deswegen leichter Ja sagen kann. Also wir haben viele Gesellschaften, wo es keine Gewerkschaften gibt, wo Gewerkschaften noch viel schwächer sind als in Deutschland. Wir erleben da weniger, dass der Einzelne sagt, ich bin meine Gewerkschaft. Weil er kein Grundeinkommen hat. Naja, aber wir merken schon, dass der Einzelne eher schwächer ist als das Kollektiv. Er also kann wenn, nicht Nein sagen. Wenn wir auf die Geschichte des Sozialstaates und die Geschichte Deutschlands zurückschauen, dann sind die sozialen Fortschritte, die errungen wurden, durch Kollektive errungen worden. Durch Menschen, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir zusammen sagen Nein irgendwo zu und nicht der Einzelne sagt Nein. Dafür habe ich große Wertschätzung und jetzt müssen wir weiterdenken. Genau, wir denken weiter, indem wir überlegen, was sind denn die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und wie müssen wir da Arbeit neu gestalten und was sind die neuen Ansätze. Nochmal, der eine Punkt zur Verhandlungsmacht. Ja, also die Annahme, dass mit einem Grundeinkommen die Verhandlungsmacht des Einzelnen eigentlich steigt. Ich glaube, dass bestimmte Jobs dann einfach nicht mehr nachgefragt würden. Also es ist ja nicht so, dass jetzt in der Reinigung oder im Wachdienst oder beim Wachpersonal auf einmal die Arbeitgeber sagen, ja, ich bezahle dir dann ein sehr hohes Gehalt, damit du überhaupt noch zur Arbeit kommst, weil ich ja niemanden mehr habe, der meinen Job dann für mich macht. Ich glaube, entweder werden solche Jobs wegrationalisiert und in manchen Bereichen ist es ja auch gut, also warum auch nicht. Sie werden vielleicht auch dort wegrationalisiert, wo man sie vielleicht nicht haben wollte. Also vielleicht wollen wir nicht unsere Brötchen. Genau, wir wollen vielleicht keine Callcenter haben, aber wir wollen vielleicht auch nicht unsere Brötchen aus dem Automaten ziehen, sondern vielleicht doch noch die Bäckerei, die auch noch Gehälter zahlen muss und vielleicht auch die Brötchen nicht für 5 Euro das Stück bezahlen wollen. Und die Vorstellung, dass sich damit quasi die Optionen von Menschen verbessern, die vielleicht gering qualifiziert sind und trotzdem aber sich dazu verdienen wollen, dass diese Handlungsmöglichkeit größer wird, die ist nicht gegeben. Also das weiß man jetzt nicht, weil es zu weit weg ist. Wir wissen nicht, wie es sich genau auswirken wird, aber davon auszugehen, dass für Menschen am unteren Ende der Gehaltsskala und am unteren Ende des Arbeitsmarktes sich der Möglichkeitsradius erweitert,
Das ist nicht unbedingt gegeben. Das gut, kann so sein. Ich habe es erlebt in meinen Experimenten. Ja, ja. Aber Ihr Experiment ist... Sie haben es nicht erlebt, aber sagen, nee, das nein, ist doch schön. Nein, aber ich meine, Sie sprechen von 85 Personen. Also das sind Experimente... Sie sprechen auch von null. Naja, also ich meine, ich habe auch... Also, von Millionen spricht sie unter Umständen. Nein, das sind einfach ganz unterschiedliche Sachen. Ich kann natürlich auch meine Umgebung beobachten und sehen, wer von wo nach wo geht, aber wir wissen es nicht. Ich würde das wirklich an der Stelle sagen, wir wissen es nicht. Und wir können nicht davon ausgehen, dass die Verhandlungsmacht des Einzelnen größer wird. Ich würde zum Beispiel das nicht annehmen und liebe auch nicht Gäste, unterstellen. Wir sind eine Sendung mit Hörerbeteiligung und das wollen wir jetzt wieder zulassen, nämlich wir sprechen mit Angela Scheidt in Thüringen. Guten Tag. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Und zwar, erstmal bin ich für das Grundeinkommen total und mein Freund ist dagegen. Es gibt bei uns ganz viele Diskussionen, also das ist oft Thema. Mhm. Und zwar, seine Unzufriedenheit von dem Thema kommt daher, er traut dem Menschen nicht zu, damit umzugehen. Ja. Also gerade im Thema der AfD-Wähler, der vielen. Und wir wohnen auf dem Dorf, ganz klein Land. Da ist das sowieso ganz weit verbreitet, auch so. Im Heimlichen, denke ich mal, ist das einfach so Thema, da werden richtig Diskussionen an den Stammtischen geführt, da möchte man manchmal gar nicht zuhören. Und dann denkt er auch, wenn jeder Mensch einfach 1.000 Euro hat, dass dann einfach vom Staat eine Verteuerung einsetzen wird. Also sprich, die Mieten werden angehoben oder es kommen dann auf einmal Versicherungen auf einen zu. Och, da gibt es dann da noch eine Versicherung und... Ja, mir fehlen dann die Argumente. Ja, wir hatten das ja vorhin in ähnlicher Form schon. Dass, damit ich dann immer gut kontern kann. Ja, der Mensch muss natürlich mitziehen können. Er muss intelligent sein, er muss wachsam sein, er muss mit seinen finanziellen Mitteln haushalten können und so weiter, Herr Bohmeier. Naja, also, das können doch nicht alle. Also das hatten wir jetzt heute schon mehrfach besprochen. Ja. Ich glaube, die Menschen können mit ihrem Leben sehr gut umgehen. Man muss die Voraussetzung dafür schaffen, dass sie das auch mal ausprobieren können. Natürlich kann man Fehler machen, aber wenn man immer davon ausgeht, dass Menschen Fehler machen, dann werden sie die auch machen. Ich sehe nicht, was der Unterschied zwischen mir ist und jemandem, der heute erwerbslos ist. Wenn der die Möglichkeiten hätte, die ich habe, dann würde der genauso gut handeln können wie ich. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen möglichst gute Möglichkeiten haben. Also ich kann dieses Argument überhaupt nicht teilen, dass man Menschen was nicht zutrauen kann. Fragen wir uns doch immer selbst, was würden wir mit so einem Grundeinkommen machen? Und dann sagen übrigens über 90% der Leute, die würden damit im Prinzip das Gleiche machen wie bisher, weiterarbeiten. Aber die gleichen Menschen sagen eben, 2/3 der Gesellschaft würden nicht mehr weiterarbeiten. Und das zeigt einfach, dass wir ein Vertrauensproblem haben in die anderen, weil wir denken, dass die anderen alles faule Hunde sind. Zu dem Stichwort Inflation, was Sie ansprechen. Es ist erstmal so, dass Grundeinkommen kein zusätzliches Geld ist. Also der Staat druckt nicht mehr Geld, um es zu verteilen. Dann gibt es natürlich direkt Inflation. Sondern es ist ein Geld, was aus der Gesellschaft kommt, also was durch Umverteilung finanziert werden müsste. Und dann kann es schon sein, dass einzelne Produkte teurer werden, nämlich die, die darauf beruhen, dass heute Leute zu schlecht bezahlt werden. Wenn dann reale Löhne gezahlt werden müssten, bessere Löhne, dann werden bestimmte Dinge tatsächlich teurer, aber andere eben vielleicht auch günstiger. Und dann gibt es noch sowas wie die Mieten. Naja, die können schon heute ja nicht ins Unendliche steigen. Wir haben ja die fabelhafte Mietpreisbremse. Und trotzdem würde ich sagen, explodieren die ja auch heute schon in den Innenstadtbereichen. Mit einem Grundeinkommen könnte es aber für viel mehr Menschen auch eine Option sein, vielleicht aufs Land zu ziehen, weil sie eben nicht mehr in die Stadt müssen, um irgendeinen Erwerbsjob zu ergattern, sondern vielleicht kann man ja mit den 1.000 Euro auf dem Land von der ganzen Familie, jeder hat 1.000 Euro, vielleicht auch ein neues Leben starten und ganz anders leben. Und neue Lebensentwürfe könnten zum Beispiel entstehen. Aber Herr Bohmeier, Sie widersprechen sich ja schon, wenn Sie davon ausgehen, dass die Leute wollen arbeiten, die Leute werden auch arbeiten. Sie gehen davon aus, dass es keine Effekte hat auf Erwerbstätigkeit, Beteiligung am Arbeitsmarkt, aber gleichzeitig davon ausgehen, wenn man ein Grundeinkommen hat, dann hat man mehr Freiheit, sich auszuwählen, was man eigentlich tun will, ob man aufs Land zieht oder ob man auch dorthin zieht, wo es keine Beschäftigung gibt. Also in dem Falle werden die Menschen weniger erwerbstätig sein, als sie es bis Nein, jetzt warum sind. Warum denn? Bei uns arbeitet eine Person, die wohnt in der Lausitz, da gibt es nichts. Und die arbeitet bei uns Vollzeit übers Internet. Warum denn nicht? Naja gut, das kann sie auch ohne Grundeinkommen tun. Ne? Also es geht ja jetzt um die Entscheidung, aufs Land zu ziehen und dort praktisch den Job nicht mehr machen zu müssen, den man vielleicht in der Stadt tun muss, aber
der eigentlich attraktiv ist. Wir wünschen jedenfalls unserer Hörerin Angela Scheidt in Thüringen, dass das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ihre Beziehung nicht sprengt. Ich habe ja beide auch hier im Studio, die eine dafür, der eine dafür, die andere dagegen. Und ich, wie immer Moderatoren meistens, sitze genau in der Mitte zwischen den Stühlen. Unser Thema Pro und Contra bedingungsloses Grundeinkommen mit Michael Bohmeier und Anke Hassel 00800 22 54 22 54, unsere Nummer noch für eine letzte Runde. Altmeister Bob Dylan war das mit Bragging. Deutschlandradio Kultur im Gespräch. Unser Thema noch für eine letzte Runde. Geld vom Staat für alle, Pro und Contra bedingungsloses Grundeinkommen. Und wir sprechen mit Winfried Schmidt. Guten Tag, Herr Schmidt. Von wo rufen Sie an? Aus Kralmüritz, das liegt ganz dicht bei Warnemünde-Rostock. Alles klar. Guten Morgen erstmal. Ich habe praktisch seit NDDR-Zeit Erwerbsunfähigkeitsrente. Das ist quasi wie ein Grundeinkommen jetzt. Ne? Nicht ganz 1.000 Euro, also man braucht nicht so viel. Wenn es 500 Euro wären, würde auch reichen. Es ist natürlich ein Gefühl der Freiheit. Dadurch konnte ich meine Eltern pflegen, schon seit über 20 Jahren. Vater mittlerweile tot, lag 9 Jahre nur im Bett, Pflegestufe 3, Mutter jetzt Pflegegrad 5, es ist wirklich schwer. Mhm. Und diese Arbeit kann man natürlich dann nur machen, wenn man die Freiheit hat, keine sonstigen Verpflichtungen. Aber ich bin da natürlich auf diese Art auch wieder gebunden und unfrei, will ich aber freiwillig, was mir die Sicherheit gibt. Aber trotzdem glaube ich, dass es nicht bei jedem funktionieren würde. Menschen, die eine Suchtkrankheit haben, vielleicht starke Raucher, würden vielleicht noch stärker rauchen, sich das nicht abgewöhnen, aber vielleicht Menschen, die sehr viel Bier trinken, würden noch eins mehr trinken und das würde nicht ganz funktionieren. Und wir würden vielleicht auch international dann für Zuwanderer, wir haben ja nicht nur Kriegsflüchtlinge, sondern auch ein Zuwanderungsproblem, dann noch attraktiver werden und das vielleicht dann auch gar nicht mehr so richtig steuern können. Also es ist nur international möglich, wenn sowas wirklich gemacht werden muss. Muss ja alles umgebaut werden in Europa und sonst wo. Also ich denke, es wird im Einzelfall funktionieren bei verantwortungsbewussten Menschen und auch, ich würde auch sagen, die Mehrheit ist auch gerne verantwortungsbewusst. Aber ob das so einfach geht und politisch durchsetzbar ist, ich glaube es nicht. Aber es ist möglich. Ich werde das praktisch so, nämlich die Arbeit, die ich hier mache, ist eigentlich auch eine schwere Arbeit und eigentlich kann man das als EU-Länder auch gar nicht machen, aber nur dadurch, dass man eben die Freiheit hat und sich ein bisschen unabhängig fühlt, macht man das dann. Ne? Also das ist so meine Erfahrung dabei. Ne? Ich bin nicht auf Hau und Halt. Ich habe wirklich eigentlich viel, viel mehr gemacht oder mache viel, viel mehr. Ich beute mich quasi selbst aus. Auch der MDK hat das anerkannt, die Ärzte haben das anerkannt, das ist eine Leistung, die sonst nicht mal ein Pflegeheim leisten könnte. Mutter werde dann nur sediert sein, würde dann nur eine Magensonde liegen und künstlich ernährt werden. Ich brauche ja fast 2 Stunden, um ihr das Essen im Mund reinzuschaffen und das mehrmals täglich. Mhm. Und das macht ja keiner in den Heimen. Ne? Herr Schmidt, also da haben Sie natürlich ganz besondere und sehr, sehr persönliche Gründe. Und eigentlich kann man Ihnen nur gratulieren dazu, dass Sie sich so verhalten. Bedanke mich ganz herzlich für Ihren Anruf. Und wir sprechen mit Christoph Fitze in, meine Augen werden immer schlechter, Barendorf steht da ganz klein. Guten Tag, Herr Fitze. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass ich mich bis jetzt diesem bedingungslosen Grundeinkommen skeptisch gegenüberstand, aber diese Sendung mich davon überzeugt hat, dass ich ein Gegner dieses Grundeinkommens bin, und zwar aus folgenden Gründen. Erstmal wundert mich, dass solche Leute wie von der Drogeriekette und die Telekom-Leute auf einmal dafür sind. Das erklärt sich für mich so, dass wenn dieses bedingungslose Grundeinkommen durchgekommen ist, dann gibt es dies und sie können für die Leute, die sie weiter beschäftigen, die Löhne weiterhin senken. Weil ja, also eine Grundlage, also der Grundlohn ist ja gesichert. Die andere Sache ist... Also Sie sagen, die kalkulieren ganz knallhart, die sagen, so viel Beschäftigte habe ich, das und das habe ich an Lohnaufkommen und wenn das Grundeinkommen eingeführt ist, dann spare ich dabei. Dann spare ich dabei, weil halt der Rest, da kommt halt über Steuergelder aus. Ja. Wo ich übrigens der Meinung bin, dass die wahrscheinlich
wenn es das kommt, über indirekte Steuern, Mehrwertsteuererhöhung und so weiter kommt, das ist ja auch schon in Diskussion, das würde die Lebenshaltungskosten irgendwie erhöhen und würde die ganze Problematik dann in die Zukunft verschieben, dass die Leute mit dem Geld nicht mehr auskommen. Die andere Sache ist die, das hat auch jetzt der Mann da erzählt von dieser Initiative Grundeinkommen, jeder seine eigene Gewerkschaft. Es individualisiert. Und meine Erfahrung in meinem Leben war, dass Individualisierung nie zu einer Verbesserung geführt hat, sondern zu einer Verschärfung von Konkurrenz und solidarisches Handeln entgegensteht. Das ist auch, denke ich, teilweise das Problem von den Leuten, die halt, ich bin nicht sicherlich Einzelfällen wie jetzt mein Vorredner, denn würde das helfen, aber grundsätzlich würde das halt nichts daran ändern, dass die Löhne, wo eigentlich das Unternehmen gezwungen sein müssten, den ausreichenden Lohn zu zahlen, dass man da eine Familie oder sich ernähren kann, das würde weiter in den Keller gehen. Und auch die Arbeitsbedingungen würden sich verschlechtern, weil, ich sehe nicht, dass im Pflegebereich durch ein Grundeinkommen dieser Stress und so, dass das dadurch abgebaut wird. Mhm. Also Herr Fetze, Sie haben jetzt einige Dinge auch nochmal Argumente noch genannt, die unser einer Studiogast, nämlich Frau Anke Hassel, auch schon so oder ähnlich gesagt hat. Deswegen möchte ich jetzt mal gerne Michael Bohmeier darauf reagieren lassen. Ja, also Sie sprechen das an, dass Individualisierung eher zu Verschlechterung geführt hat in der Vergangenheit. Und da stimme ich Ihnen total zu, na klar. Also wenn in diesem System jeder Mensch erwerbsarbeiten muss, um überleben zu können und damit automatisch mit allen anderen um die viel zu knapp vorhandenen bezahlten Arbeitsplätze konkurrieren muss, dann führt Individualisierung natürlich dazu, dass es schwächere Gewerkschaften gibt, dass es weniger Gemeinschaftsgefühl gibt, weil wir alle einander Feind sind, weil wir alle überleben wollen. Ein Grundeinkommen ist aber eine andere Art der Individualisierung. Es ist nämlich kein Zwang damit verbunden. Ich glaube, dass der Mensch sich in Gruppen zusammenschließen möchte, dass er Familien, Freundeskreise, Gruppen und solche Zugehörigkeiten haben will, dass er solidarisch sein will. Aber er kann es eben nur dann, wenn sein Überleben in Würde gesichert ist, wenn er selber aus dem Stress rauskommt, wenn er nicht mehr das Gefühl hat, er muss mit den anderen konkurrieren, dann kann erst echte Solidarität entstehen. Und ich weiß, dass es ein bisschen schwer zu denken ist, und weil man nämlich dafür erstmal selber erkennen muss, dass dass die anderen eben nicht die Feinde sind. Das haben wir ja so lange gelernt in unserer Gesellschaft. Dazu möchte ich einfach aufrufen, das mal zuzuprobieren. Mhm. Und das andere Thema war das Thema Zuzug. Was passiert, wenn wir ein Grundeinkommen haben, kommen dann aus der ganzen Welt die Leute zu uns? Naja, Grundeinkommen ist nicht das Ende des Politischen. Wir werden auch danach noch über Grenzen und über Zuwanderung diskutieren müssen. Aber erstmal, warum sollen wir denn uns das schöne Leben verwehren, nur weil dann andere daran vielleicht auch teilhaben wollen würden? Also was ist das für eine Annahme? Auch heute haben wir schon in Deutschland deutlich bessere Sozialleistungen als in anderen europäischen Ländern. Und trotzdem ist der Zuzug nicht so gigantisch groß, dass nicht trotzdem unsere Bevölkerung schrumpfen würde. Mhm. Und was wir mit den außereuropäischen Ländern machen und deren Zuzug, naja, da sehen wir ja, was wir heute machen. Wir sind ja schon eins der beliebtesten Länder der Welt, und dann ertrinken halt die Leute jetzt im Mittelmeer. Und das wird ein Grundeinkommen nicht verändern, und wir müssen darüber weiter debattieren und streiten. Das wird auch ein Grundeinkommen nicht lösen. Wissen Sie beide, womit ich ein Problem habe? Der Herr Bohmeier ist ganz klar der Visionär. Ja, er hat eine Utopie, die er zum Teil ja auch lebt. Und das finden natürlich viele von unseren Hörerinnen und Hörern ganz wunderbar. Und Frau Hassel ist Wissenschaftlerin und ist Praktikerin und hat ganz, ganz viele Argumente. Das ist klar, dass Sie dann jetzt in dieser Situation weniger Zuspruch auch von Hörerinnen und Hörern bekommen als der Herr Bohmeier. Aber es geht ja letztlich um das Menschenbild. Herr Bohmeier hat ein sehr positives Menschenbild, denn er sagt, nur in diesem Menschenbild kann auch das bedingungslose Grundeinkommen wirklich greifen. Und Sie haben aber deswegen kein negativeres Menschenbild, Frau Hassel. Also wenn Sie jetzt mal resümieren, was wir in den letzten 2 Stunden besprochen haben, was bleibt bei Ihnen hängen? Nein, also ich glaube, das Menschenbild ist nicht die entscheidende Frage beim Grundeinkommen. Und das habe ich ja vorher schon gesagt, also es geht jetzt nicht um die Frage, werden dann alle faul, legen sich die auf die faule Haut.
Oder gehen wir davon aus, jeder möchte sich in die Gesellschaft integrieren und wird aktiv sein? Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass man zu einem sinnvollen, erfüllten Leben aktiv sein will und dass die Menschen das im Prinzip auch wollen. Ich habe eben mit dem Punkt habe ich überhaupt kein Problem. Das Problem beim Grundeinkommen ist für mich zu sagen, wir nehmen da sehr viel Geld in die Hand. Wir müssen unser komplettes Sozialsystem dafür verändern. Und mit diesem vielen Geld, was wir für Menschen ausgeben, die es nicht bräuchten, könnten wir so viel mehr erreichen. Ja, das ist mein Punkt. Also wenn wir ich kann jetzt nicht mehr ausführen, aber ja, wir könnten viel bessere Sachen machen mit diesem vielen Geld. Ich bedanke mich jedenfalls bei der Wissenschaftlerin und beim Visionär, bei Michael Bohmeier und bei Anke Hassel für diese spannende Diskussion, auch bei allen Hörerinnen und Hörern. Das kann man übrigens alles nachhören unter www.deutschlandradiokultur.de in ein paar Minuten. Mein Name ist Matthias Hanselmann. Machen Sie es gut. Tschüss.